Die Diabetes Charity Gala 2016. Im Tipi am Kanzleramt empfing die gemeinnützige und unabhängige Gesamtorganisation Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe zahlreiche Prominente und Unterstützer. Die bereits 6. Charity-Gala, um Diabetes und seine Folgeerkrankungen weiter in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Neben der Volkskrankheit standen zunächst viele Prominente im Rampenlicht, unter ihnen Waldemar Hartmann und Dietrich Mohnstadt. Die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unterstützen die Gala und setzen sich für die Aufklärung um Diabetes ein. Durch den Abend führte TV-Moderatorin Inka Bause. Wir alle dienen heute nur einer Sache und brauchen natürlich die Öffentlichkeit und natürlich auch die Politik. Und da begrüße ich bitte alle Prominenten, es sei mir gestattet. Zu Beginn der Gala bedankte sich Dr. Jens Kröger, Vorstandsvorsitzender Diabetes.de, unter anderem bei den Organisatoren der Diabetes-Gala. Wir haben einen Vorstand um mich herum, ist ein Riesenteam. Und diese Menschen, die das alle ehrenamtlich machen, leben für das Thema und wollen etwas bewegen. Und deswegen klappt das. Und deswegen haben wir auch so ein wunderschönes Event heute zum 6. Mal. Und man muss ja wirklich sagen, wenn man das so vergleicht, dass wir angefangen haben, vor vielen Jahren im Meistersaal, Mensch, wie ist das jetzt wirklich groß geworden? Wirklich toll. Und auch die Politik kam zu Wort. Sabine Dittmar, stellvertretende Sprecherin der AG Gesundheit, plädierte für den nationalen Diabetesplan. Und deshalb bin ich eine sehr starke Befürworterin eines nationalen Diabetesplanes oder auch einer Strategie. Und gemeinsam mit meinem Kollegen, den Dr. Edgar Franke oder auch der Berichterstatterin bei uns in der Fraktion, mit der Frau Kühn-Mengel, leisten wir auch heftige Überzeugungsarbeit in meiner Fraktion. Außerdem konnten die Gäste der Gala den Auftritt von Madeline bestaunen. Die 13-jährige Gewinnerin des Diabetes Kids Supertalent-Wettbewerbs. Einen musikalischen Auftritt lieferte an diesem Abend die Sängerin Cassandra Steen mit ihren Songs Ich baue eine Stadt für dich und Unter die Haut. Warmer Sommerwind, ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich nicht alleine bin. Im Rahmen der Gala wurden wieder 2 Spendenprojekte von Diabetes.de vorgestellt. Das erste Projekt trägt den Namen Diabetes Coach. Wir haben jetzt eine App in der Entwicklung, mit der die Patienten künftig ihre Daten erfassen können. Nach dem Arztbesuch wird der Patient durch einen speziell geschulten Diabetes Coach im Alltag beraten und betreut. Das zweite Projekt, Diabetes-Schulung für Angehörige, stellte Dr. Nicola Haller vor. Ja, nach der Schulung ist man ganz anders umgegangen beim Einkaufen. Man hat die Produkte anders gewertet. Das hat schon einen großen Einfluss genommen. Mit Persönlichkeiten aus der Öffentlichkeit folgte eine feierliche Scheckübergabe. Weitere Gäste des Abends waren verschiedene Blogger, die ihre Projekte präsentierten. Zum Beispiel Deutschland misst von Bastian Haug. Der Höhepunkt des Abends, die Bekanntgabe des diesjährigen Gewinners des Thomas-Fuchsberger-Preises. Die Laudatio hielt Gesine Zukowski. Eigentlich geht es eben um Professor Rüdiger Landgraf. Seit mehr als 15 Jahren engagiert sich der Experte für Diabetologie und Endokrinologie nun schon ehrenamtlich für die Aufklärung der breiten Bevölkerung. Wie auch im letzten Jahr überreichten Jennifer und Julian Fuchsberger den Preis. Der Blutzucker kann mit Hilfe von moderner Technik gemessen werden. Was jedoch trotz aller Technik immer benötigt wird, ist die Energie von Menschen, die für die gute Sache kämpfen. Der Preisträger Professor Dr. Rüdiger Landgraf war glücklich und ergriffen über den mit 5.000 Euro dotierten Preis. Ich bin dankbar, nicht weil es vorteilhaft ist, sondern weil es mir Freude macht, mich für die Diabetologie in allen Facetten zu interessieren und zu engagieren. Nach dem bunten Hauptteil der Gala blieb Zeit für den fachlichen Austausch und ein gesundes Buffet. Außerdem präsentierten sich die Sponsoren mit verschiedenen Aktionen. Eine gute Gelegenheit, um ein Resümee zu ziehen, vorauszuschauen und an Politik und Gesellschaft zu appellieren. Menschen mit Diabetes, muss man immer wieder sagen, sind genauso leistungsfähig und viele sogar noch mehr leistungsfähig als Menschen, die keinen Diabetes haben. Also ich möchte Ihnen Mut machen, Sie müssen sich informieren und dann gehen Sie auch den richtigen Weg. Also wir haben jedes Jahr mehr Prominente hier, wir haben jedes Jahr mehr Politiker hier. Wir haben jedes Jahr bisher zum Glück mehr Spenden einwerben können. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Community gewachsen ist, nicht nur aufgrund Anzahl der Gäste, sondern auch wie sie sich austauschen und wie das Netzwerk näher zusammenwächst. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Ich würde allen Menschen raten, die sich neu mit diesem Thema konfrontiert sehen, kommt zu uns, kommt in die Community, lest euch auch nicht nur das Offizielle durch, sondern die Blogs.
guckt, was auf Facebook und auf Twitter dazu geschrieben wird. Das sind die Leute, die jeden Tag mit der gleichen Krankheit leben müssen, damit umgehen, damit aber auch ganz kreative Möglichkeiten finden. Und das inspiriert manchmal viel mehr, als der Arzt einem sagt, das geht nicht. Ich glaube, wie jeder Deutsche oder jeder auf dieser Welt ist schon mal mit Diabetes in Berührung gekommen, weil leider ist es so eine Volkskrankheit und so eine weit verbreitete Krankheit, gerade der Typ 2, der eher im Alter auftritt, dass wir alle Großeltern hatten mit Diabetes, Eltern, Freunde, Bekannte. Gigantische Öffentlichkeitsarbeiten haben die, als es um HIV ging zum Beispiel, oder die Deutsche Krebshilfe. Und da ist bei den Diabetes Kranken eben noch ganz viel zu tun. Das ist in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Also ich denke, dass die Industrie gemeinsam noch sehr viel mehr machen könnte, um Organisationen zu unterstützen und hier auch Gutes zu tun für die Menschen mit Diabetes. Wenn man sich so falsch ernährt, eben mit diesem ganzen Wahnsinnszucker, der in fast allen Lebensmitteln mittlerweile ja drin ist, ob wir das wollen oder nicht, und mit dem Fakt, dass es teurer ist, sich Bioprodukte für die Ernährung zu leisten als Süßigkeiten, das ist also der Wahnsinn. Also da läuft was völlig falsch in unserem Land. Fast 7 Millionen Menschen sind inzwischen von der chronischen Volkskrankheit betroffen. 2 Millionen davon haben Diabetes, ohne es zu wissen. Viele neue Projekte helfen Betroffenen, ein weitestgehend normales Leben zu führen. Diabetes bleibt aber eine Krankheit und hat Einflüsse auf die Gesellschaft. Die Zahl der Neuerkrankungen muss daher stark reduziert werden. Für ein Handeln von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Diabetes Charity Gala 2016.